Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute an diesem wundervollen Sonntag. Ja, heute ist ja für mich Samstag. Das Wetter war so gut, dass ich tatsächlich angefangen habe, ein bisschen Blümchen so umzupflanzen und so. Meine Tulpen sind schon rausgekommen. Eigentlich dachte ich, dass die nicht mehr kommen, weil sie eigentlich im Winter durch diese warme Zeit schon ein bisschen rausgekommen sind. Ich dachte, die wären kaputt gegangen, aber siehe da, sie sind trotzdem rausgekommen. Und dann, weil ich so gut im Flow war, beziehungsweise weil ich ja jetzt gerade in dieser Frühlingsaufräumaktion bin, habe ich dann direkt mal weitergemacht und mein Bastelzimmer ein bisschen versucht und mein Dekozimmer und alles aufzuräumen. Und ach Gott, das ist so furchtbar. Ja, ich will ja jetzt nicht jammern. Ich habe was gefunden, meinen kleinen alten Zauberstab. Der funktioniert sogar noch. Hui! Tada! Simsalabim! Naja, er ist schon cool, ne? Wenn Zaubern so einfach wäre. Machen wir mal aus. So, ich habe jetzt kein besonderes Videothema. Ich wollte aber so ein bisschen auf die Kommentare eingehen, von dem letzten Video zum Beispiel auch. Also von dem Video mit dem Essen, was ich hochgeladen habe. Und hier ging es ja auch zum Beispiel um die Milch, ja? Beziehungsweise den Joghurt, den ich ja nicht mehr in dieser Masse essen möchte, weil wir festgestellt haben, dass wir ein bisschen zu viel Joghurt mögen. Das heißt also, dass wir irgendwie uns angewöhnt haben, nach jeder Mahlzeit, egal was wir gegessen haben, als Nachtisch einen Joghurt zu essen. Also das Ding ist auch aus diesem Eimer. Das heißt also, man hat dann so ungefähr 200-300 Gramm, immer schön so ein paar Esslöffel, in so ein Schälchen gemacht, und das ist einfach schlicht und ergreifend zu viel des Guten gewesen. Jetzt, hat ja jemand geschrieben mit den Casein. Ich weiß natürlich, dass Casein oder dass Milchprodukte auch süchtig machen. Die machen genauso süchtig, wie zum Beispiel der Zucker süchtig macht oder Fructose süchtig macht oder halt Getreide süchtig macht. Das ist einfach so, das liegt in unserer Natur. Wir sind halt immer noch ein Steinzeitmensch sozusagen vom Denken her, und das merkt man zum Beispiel, wenn man irgendwo eingeladen ist und einfach vom Buffet isst oder am Tisch sitzt und isst, ja, und dann wird immer mehr gegessen, und eigentlich brauchen wir das alles nicht, aber das ist halt so, wenn Essen nun mal da ist, dann wird es auch gegessen, und deswegen, ja, es triggert alles diesen Belohnungsmechanismus im Gehirn, und deswegen wird man halt süchtig. Ich kann jetzt aber nicht auf alles verzichten, kann nur noch Wasser trinken und Fleisch essen oder so. Doch, könnte ich schon theoretisch, aber es ist schon, wir sind ja schon sehr, sehr weit gekommen, mein Mann und ich, sage ich jetzt mal so. Ich bin auch sehr weit gekommen, weil ich... Also wir sind ja total die Carb-Monster gewesen, muss man sich ja vorstellen. Vor einem Jahr, wir waren wirklich totale Carb-Monster, ja. Wir haben teilweise nur Getreide gegessen, also Getreideprodukte in Form von Vollkornbrot, Nudeln. Wir haben massig Nudeln gegessen, Vollkornnudeln, ja. Also jetzt nicht diese ganz normalen aus dem Auszugsmehl, sondern tatsächlich Vollkornnudeln. Also das war wirklich schlimm, dass kaum Fleisch und so. Das heißt, wir haben uns ja schon um 180 Grad gedreht. Das bisschen weniger Joghurt wird noch ein paar Wochen dauern, aber es wird funktionieren irgendwann. Ist halt so. Es ist halt, wie es ist. Ich bin eh stolz auf uns, dass wir das so weit geschafft haben, dass wir einfach auch keine Zuckerjunkies mehr sind. Und wir hatten echt auch so ein Ritual jedes Wochenende. Ich habe ja jetzt nicht jeden Tag Süßigkeiten gegessen, aber wir haben uns das halt so reglementiert so gesehen, weil wir auch gesehen haben, dass der Süßigkeitenkonsum einfach zu hoch sei, also normalerweise zu hoch ist, also man sollte eigentlich gar nichts essen, aber wir haben uns das dann halt jedes Wochenende halt dann so gemacht, dass wir zum Beispiel eine Tafel Schokolade gekauft haben und diese dann aufgegessen haben. Oder ich mochte keine Chips oder sowas, mein Mann mag eher Chips und hatte halt eine Chipstüte bekommen für dieses Wochenende. Und das muss man sich vorstellen, das haben wir jahrelang so gemacht, ja, also wir haben ja jahrelang jedes Wochenende dieses Ritual gehabt, das haben wir alles abgeschafft. Dann kam, lustigerweise muss man auch dazu sagen, kam dann nach diesen, wir machen das mit den Süßigkeiten nicht mehr, die Nusssucht. Das ist ja auch, hat ja auch geschrieben, ja, ich bin jetzt halt nusssüchtig. Ja, das waren wir auch. Wir haben auch monatelang bis vor kurzem einfach Nüsse gefuttert, bis zum geht nicht mehr. Das war einfach so. Das,
es ist sehr schwer für den Menschen, sich umzugewöhnen. Und es ist auch sehr schwer, sich einfach Dinge abzugewöhnen. Und es macht es natürlich noch schwieriger, wenn alle um einen herum das halt weitermachen, was man sich abgewöhnen möchte. Und das als normal gilt, ja, es ist ja, also es hat ja auch noch nie einer gesagt, irgendwie Nüsse wären ja ungesund oder sowas. Nein, nein, Nüsse sind ja total gesund. Ja klar, aber nicht, wenn man eine ganze Tüte irgendwie in einer Woche isst oder so, ne? Also das geht einfach nicht. Genau, das mit der Nusssucht, das ist durch. Also das haben wir durch, das haben wir vor ein paar Wochen geschafft, auch wirklich auf das Minimalste zu senken. Und ja, ansonsten, also das Einzige, was wirklich übrig geblieben ist, ist das Problem mit diesem Joghurt. Und teilweise Quark, aber Quark ist jetzt nicht, also der Joghurt ist wirklich, weil dieser griechische Joghurt, der schmeckt so wahnsinnig gut, ja. Und der ist einfach so, weiß ich nicht, das ist so schrecklich, das Casein, was es so schlimm macht. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall. Ach so, das mit dem Wasser, mit diesen Gläsern, das ist tatsächlich nicht 500, ich weiß gar nicht, wie ich auf 500 Milliliter gekommen bin. Ich habe tatsächlich ganz, ganz lange auch in meiner App immer so dieses 500er Glas angeklickt. Das sind, wenn man es wirklich relativ voll macht, sind es 400, genau. Und genau, die Person hat geschrieben 300, aber es sind 400, ja, ist ja jetzt auch egal. Das ist halt so. Ja. Was man noch so sagen, also mit dem Essen, ich könnte das natürlich jetzt weitermachen. Ich bin allerdings jetzt auch so ein bisschen, ja, inspiriert natürlich, das Ganze noch ein bisschen weiter runter zu senken. Das heißt also, die Kohlenhydrate zu senken und auch das Fett zu senken und ja, den Bulletproof Coffee. Also ich trinke den jetzt nicht, weil ich den irgendwie brauche, oder ich trinke auch keinen Kaffee, weil ich glaube, dass er mir irgendwie, also ich habe nicht das Gefühl, dass das Koffein irgendwas macht. Das habe ich nicht. Also ich habe auch vorher keinen Kaffee getrunken. Finde ich echt gut, weil ich hatte sogar Kaffee gehasst. Ich fand Kaffee ganz schlimm. Also ich habe, wenn irgendwie Kaffee zu riechen war, das fand ich ganz schlimm. Das war wirklich, wirklich tragisch. Und ich mag jetzt Kaffee, weil, weiß ich auch nicht, weil er irgendwie so bitter schmeckt. Also ich stehe tatsächlich wieder auf bittere Geschmäcker, es hört sich total furchtbar an, aber es ist so, ich war total auf süß, also Getreide und so, ich war völlig, völlig wirklich, ich sag sogar verseucht von diesem süßen Geschmack und ich stehe auf dieses Bittere und deswegen mag ich auch diesen Kaffee. Ich habe ihn natürlich auch gerne getrunken mit der Butter und mit dem MCT-Öl, weil man ja sagt, dass dieses MCT-Öl halt hilft, diese Ketonkörper zu bilden. Und das ist eigentlich so dieser Grund, warum ich das gemacht habe. Also, ob das jetzt wirklich stimmt, keine Ahnung. Aber das war halt, ja. Aber es ist natürlich richtig, um den Butterkonsum oder das Fett runterzuschrauben. Das weiß ich übrigens auch schon ganz, ganz lange. Auch ich bin ein Mensch und ich würde jetzt nicht sagen beratungsresistent, aber es fällt mir sehr schwer, alles umzuändern. Und ich glaube, der Dr. Birk hat das schon vor, keine Ahnung, vor Monaten oder so. Also nicht, dass er das Video, ich weiß nicht, ob das jetzt ein neues oder ein altes Video war. Ich habe das Video vor Monaten von ihm gesehen, wo der gesagt hat, ja, wenn man viel Fett oder viel Speck auf der Hüfte hat, dann sollte man halt die Hälfte dann von dem nehmen, was man ja eigentlich dann benötigt. Und das ist, ja, ist halt nicht so einfach alles, ne? Also sich erstmal alles abzugewöhnen und wirklich dann, ist halt nicht so easy peasy. Aber wir kommen noch dazu. Es braucht alles Zeit. Mit ein bisschen Zeit wird das schon alles. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, das glaube ich war es dann mal. Ja, ich hoffe, dass das jetzt auch als kleines Sonntagsvideo reicht. Ich habe eigentlich nichts besonders vorbereitet, weil ich heute halt den ganzen Tag irgendwie geguckt habe, dass ich ja, ein bisschen Frühjahrsputz und so mache. So, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns morgen. Bis morgen. Tschüss.